So. So. Nein. So. 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 Hallo. So, eine letzte. Mit einem Muschas. Ja, toll. Flügel. Nein! Boah, ich dachte schon. Oh, ein Austoss. Oh nein. Das wäre jetzt bitter, wenn wir jetzt verlieren würden. Dafür kommt Triton in den Kampf. Ja, wir hätten echt verloren. Komm, Genf! Ich sag irgendwie alles immer so verplätt, du Arschloch. Hallo. Ja, was soll ich denn da so großartig erzählen? Weil Austoss, ja. Es grinst mit seinen riesengroßen Austoss, aber es ist echt ein geiles Pokémon, finde ich. Komm, Lahm, jetzt das Dümmer wieder. Gott der Herr! Ich bin Norbert Geheimnis. Hey! Sauge entwickelt sich! Ja! X-Bart, I love you! Glückwunsch! Dein Sauger wurde zu X-Bart! Sehr schön. Da lacht mein Herz auf, Freunde. Und dort haben wir es. Dort haben wir Norbert. Norbert, den Kämpfer der Liebe. Und jetzt schauen wir mal, ob eventuell der liebe Herr X-Bart, aka Sauger, fliegen lernen kann. Ja! Und es geht. Sauger versucht Fliegen zu erlernen. Und wir werden Flügelschlag dementieren. Das bedeutet, wir greifen jetzt frontal an und versuchen diesen OP umzubringen. Nicht hier so umbringen, aber halt zu töten. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen. Genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten, Tippen. Da ich der Ältere bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen. Okay. Boah, ist das ekelhaft, du kranker Mensch. Ja, man merkt, du bist einsam und er hat keinen linken Fuß mehr. Jurok, Level 27. Ja, aber das ist auch nicht das härteste. Aber wir haben das falsche Pokémon gewählt, das ist das Problem. Ja, Surfer. Ja, aber ob das auch wirkt? Jetzt müssen wir mal wieder mit Taktik vorgehen. Die Initiative ist gesunken. Das heißt, wir versuchen jetzt mal mit Duplexie. Naja, wir haben es versucht. Ja, okay. Vier und fünf. Das kommt gut an. Du kriegst hier bis alle. Da hilft dir noch ein Surfer. Nein, du, komm, das halt nur aus. Ja. Okay, das erste Pokémon ist von ihm besiegt. Das Jung, Level 27, männlich. So, jetzt kommt das Yugon. Ja.
zusammen. Sauger. Level 29, okay. Dann zeig mir mal, wie stark du bist. Fliegen! Sehr schön. Komm, halt aus. Ich liebe dich, X-Bart. Schau doch das an. 1 KP! Und tschüss! Die Initiative von... Okay, Keifel. So, wir müssen jetzt wirklich Sauger leider opfern. Scheiße. Benutze erstmal Fliegen. Okay, dankeschön. Sauger! Ja, wir benutzen Lahm. Level 27. Okay, Blizzard schaut da irgendwie unheimlich aus, finde ich. Weil die Konfusion macht ihn wirklich zu scharfen Betten. Ja. Und Hypertrag, ja, toll. Ja, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt benutzen kann. Ich hätte eigentlich nur mit einer Beere gerechnet. Aber, okay. Wir haben auch eine gute Verteidigung. Also unser Lahm ist wirklich sehr stark. Wir haben es wirklich gut ausgesucht, finde ich. Ah, die Attacken da unten so lang. Wird er es schaffen? Er hat sogar 5 Vogelschläge ausgehalten, das bedeutet Knockout! Ja! Leiter Norbert wurde besiegt. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Da wieder. Erhelden als Orden. Dieser Orden hebt den Speziellwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. Da, 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 da. Wird wahrscheinlich Blizzard sein. Oder Eissturm. Dieses TM enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Naja, so ist es. So hart ist es dann bestimmt nicht. Oh Gott, wie komme ich wieder raus? So. Hallo? Professor Lin. Da. Wie steht die Dinge? Ich rufe an, weil etwas Merkwürdiges mit dem Radiosendung geschieht. Sie redeten über Team Rocket. Da, weißt du etwas darüber? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das ist nicht wahr. Sorry für die Belästigung. Pass auf dich auf. Dein Professor Lind. Oh ja. So, dann zum nächsten Orden. Und hier sehen wir ihn. Noch ein Orden fehlt. Und das ist die von, ja, Siegfrieds Freundin oder so. Keine Ahnung. Wir haben aber viel geschafft in dieser Aufnahmesession. Und im nächsten Part holen wir uns das nächste Eis-Pokémon. Wir sehen uns im nächsten Part und in der nächsten Aufnahme-Session von Let's Play Pokémon Kristall und Sonne. Mein Name ist X3DPP. Kommentieren, abonnieren. Oh ja, per Tutorial, ne? Oh ja. Daumen hoch würde ich mich freuen. Nur für einen Daumen hoch würde ich mich wirklich freuen. Bis dann, Leute. Und das ist 2-2, Leute. Bis dann und ciao.